Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Match im Europäischen Infanterie-Cup. Heute das 28 gegen das 72. Das ist wieder ein schönes Erstligamatch und es geht gleich hier voll in die Vollen. Die erste Salbe hier von Andrews. Vom 28 und... Ein paar Hits waren dabei, aber noch keine Gefallenen. Und jetzt der Vormarsch vom 72 auf das 28. Ist doch Andrews heute, oder? Ja, sicher, natürlich. Klar, wer soll er sonst führen hier? So, wird sich neu ausgerichtet und dann kommt die nächste Salbe, denke ich. Ah, da ist Haywood und nimmt Kinderjäger raus in dieser ersten Runde. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich, dass euch das so gefällt, die Übertragung der ganzen Ike-Spiele. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch bis zum Finale dranbleibt. Ich hoffe natürlich, ich wissen immer noch nicht, es ist noch immer noch richtig, die Punkte sind immer noch sehr, sehr unterschiedlich vergeben. Also man kann noch nicht voraussagen, wer jetzt gut dasteht und wer gewinnt diesen Europäischen Infanterie Cup. Wir schauen uns das Ganze auf jeden Fall demnächst mal in einer Tabelle an. Die lasse ich euch nochmal einblenden und dann schauen wir nochmal, was da auf uns zukommt. So, jetzt das 72 im ersten Schuss. Also das ist die erste Salbe. Und da konnte Seron den ersten rausnehmen vom 28. So, da kommt der schöne Kurt Marsch hier vom 28 und... Ja, Rommel macht... ich hoffe, ist es Rommel? Es kann sein, dass... Ja, es müsste eigentlich Rommel sein, der da führt, Major Rommel. Heute etwas aggressivere Taktik. Letztes Mal mehr schießen. Heute versuchen den Gegner gleich an auf der besseren Position zu stellen und nicht lange zu fackeln. So, jetzt kommt die kurze Salbe vom 28. Ah, nur ein Schuss. Kurzes Antäuschmanöver von Major Rommel und jetzt geht's wieder auf die langen Position, ringelreichen Spielchen. Jetzt haben wir natürlich den leichten Hügelvorteil für das 28 und das 72 ist jetzt kurz davor, in den Nahkampf zu gehen. Ziemlich stark da raus. Er versucht dran zu kommen, versucht noch eine Salbe rauszuholen und denke ich, dann würde er noch mal einmal schießen und dann sollte es in den Nahkampf gehen. So, nächste Salbe hier vom 28, aber nur Fahrkarten. Aber jetzt muss es passieren. Wie steht's denn? 16 gegen 17? Ja, ist doch keine großartige Differenz zu erkennen. Die erste Runde bleibt spannend. Wer nimmt die erste Runde mit? Wer geht in Führung? Oh, das sieht stark danach aus. Wird es in Charge gehen? Nein, das war ein Antäuschmanöver. Von Andrews. Und jetzt kommt die Salbe vom 28 und vom 72. Ja, gleich bleiben. 10 gegen 13. Und jetzt sind wir im Charge. Schauen wir nochmal. Das Zentrum vom 28 ist sehr, sehr ausgedünnt und rechte Flanke versucht zu pushen. Linke Seite vom 72 pusht die ganze schön hinterher, aber dann schön zusammen. Das Zentrum ist aufgerissen beim 28 und das 72 kann jetzt einzelne Leute rausnehmen, die sie abgetrennt haben. Ja, das sieht sehr gut aus für das 72 die erste Runde. Das 28 hat noch starke Probleme auf der rechten Flanke, wird er jetzt eingekesselt von mehreren Mann. Die linke Flanke ist geklärt. Und der Offizier kämpft noch, Andrews kämpft noch, er versucht noch das Ding zu halten, er versucht natürlich die Kiste zu machen, aber das 72 ist heiß, es will natürlich den nächsten Sieg haben. Letztes Spiel haben sie ja unentschieden gespielt. Und das wollen sie natürlich hier jetzt verbessern, indem sie sich wieder 3 Punkte sichern. Sie wollen ja oben mitmischen, das wisst ihr alle. Und genauso wie das 28 wollen sie auch mitmischen, aber die erste Runde sieht sehr gut aus für das 72 und damit steht es 1:0. Hier, für das 72 und seine Leutchen. Ja, dann gehen wir doch gleich mal rüber und schauen uns doch mal an, wer denn heute da führt. Ich vermute mal ganz stark, ist es Major Rommel? Es ist so. Da ist er, der gute Herr. Hat, glaube ich, Dark Templar abgelöst. Dark Templar pausiert gerade ein wenig. Wäre natürlich nicht falsch sagen. Gucken wir doch mal die Statistik hier und die Tabelle, so wenn wir alles hier spielen haben. Auf jeden Fall das 72 mit einer sehr, sehr guten KD oder guten Stats in dieser ersten 4-0, 3-0, 2-0, 2-0. Ja, auf der Seite des 28, naja, ausgeglichen, darauf auf Teamarbeit basiert. So muss es sein. Major Rommel heute in der ersten Runde etwas aggressiver unterwegs. Mal sehen, wie die nächsten Runden weiterlaufen. Letztes Mal hatte er mehr auf Distanz gearbeitet und versucht, den Gegner zu dezimieren, bevor er in Charge geht. Das hat nicht so gut funktioniert. Mal sehen, wie er sich heute anstellt. Also, was er jetzt anstellt. Macht er ja super, super den Job. So, jetzt ist die erste vom 72. Einen Hit haben sie schon bekommen. Und das ist ja noch meine Position zurückfallen, wie sie aussieht, vom Major Rommel. Ja. Oh, kein großes Oder durchschnitt, keine Blockbildung, ist okay. So, Major Rommel wechselt die Flanke, also wechselt die Position. Das heißt, er ist jetzt Kommandoseite rechts bei ihm.
Und das 28 drückt da vom Hügel runter, hat natürlich die bessere Schussposition als der 72, muss natürlich jetzt nicht sich großartig bewegen. Mein Rommel muss natürlich aufpassen, dass er sich da nicht wieder auf ein Fernkampfduell einlässt. Da ist wahrscheinlich das 28 etwas stärker. Ich betone etwas. Das werden wir aber sehen nach dem Match und rausfinden, welches der beiden Teams besser gespielt hat. Ganz einfach. Im Moment war die erste Runde sehr, sehr stark vom Nahkampf und da kommt die weitere Salve vom 28 und versuchen natürlich, das 72 zu dezimieren, aber natürlich weiß sie sich zu bewegen und staffelt das Ganze schön aus. Sie sind jetzt nah dran. Viele sind am Nachladen. Jetzt kommt die Salve vom 72 und das könnte hohe Verluste auf Seiten des 28 geben. Ah, 3-3. Jetzt deutliche Überhand an Kills für das 72, Kinderjäger und Falliraptor und Laurus. Laurenz. Laurenz, Entschuldigung. Oh, 14 gegen 12. Ist möglich, da in Charge zu gehen für das 72. Das 28 richtet sich gerade neu aus. Und marschiert jetzt aus. Und jetzt kommt noch meine Salbe. Ah, mein Rommel ist da heute ambitioniert, schneller in den Charge zu kommen und nicht auf Distanz zu campen. So sieht es zumindest aus. Im letzten Match war das nicht ganz so. Jetzt wieder schöne Salbe hier. Alex und Speedy und Kinderjäger. Wieder schöne Feuer auf der Salbe. Und Destiny. Und jetzt geht's in den Charge. Aber jetzt eine super Schusssalbe von Valentini und Wilksen. Und jetzt geht's in den Charge. Mal schauen, wer besser arbeitet. Auf der rechten Flanke versuchen sie zu überflügeln. Linke Seite müsste zurückarbeiten, aber da zieht sich der Gegner zurück. Also können sie nach vorne gehen. Zentrum ist ein bisschen ausgedünnt. Splittet sich jetzt auf. Und jetzt kann der Backstabber durchs Zentrum laufen. Da muss der 72 aufpassen. Jetzt treiben sie den Keil durch, aber da müssen sie echt aufpassen jetzt hier auf der Flanke. Nicht, dass was ein Bob plötzlich Bayonetta Po haben. So, jetzt 3 gegen 5. Das können sie schaffen. Auf jeden Fall kriegen sie noch Unterstützung. Die rechte Seite wird geklärt. Kuba ist raus. Jetzt natürlich die Blockbereitschaft beachten und Teamarbeit. Teamarbeit, das ist wichtig. Jetzt kommen sie von hinten, mit denen haben sie nicht gerechnet. Und jetzt hat das für die Second. Ja, die zweite Runde für sich entschieden. Ganz einfach. 2-0. Das ist eine sehr, sehr schöne Nahkampfleistung vom 72. Würde mal stark sagen, dass es sehr, sehr stark unterwegs ist. Blockbereitschaft beim 28 vorhanden, aber schwierig. Schwierig. Die Zusammenarbeit beim 72 ist deutlich besser. Kann man ja nicht anders sagen. Gerade im Moment. Schussleistung war auch okay, haben einige vorher rausgenommen, aber auch das 28 hatte seine Kills. Ja, aber der Grabenkampf, das war wahrscheinlich eine Falle, dass sie jetzt mit Mittelfeld ausgedünnt haben, sodass er durchgeht und dann könnten sie. Ja, wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben. Auf jeden Fall hat es funktioniert. Auf jeden Fall liegen sie 2-0 vorne. Und Andros muss sich jetzt was einfallen lassen. Ich denke, das bekommt er hin. So, sehr, sehr aufgesplittet hier. Das sind auch nur ein und acht Zügler. Das ist natürlich schwierig, alle gleich mal schießen zu lassen. So, natürlich, Meier Rommel hat jetzt natürlich die Gelegenheit, den Hügelvorteil zu nutzen. Um von oben nach unten zu schießen. Das ist natürlich viel, viel bessere Position als von unten nach oben. Das wisst ihr aus den letzten Folgen. Also aus den letzten Matches. So, schöne auch Staffelung hier vom 72nd. Marschiert schön auf das 28, aber die auch haben eine sehr, sehr schöne Linie und gehen jetzt ins Ringreichen, so wie es aussieht hier. Nein, er läuft weg. Könnten wir im preußischen Hinterhalt sein. Jetzt kommt eine Staffelung. Und jetzt bleibt der 72 stehen und gibt ihre erste Salbe an und versucht, dem 28 das Kreuz zu schießen. Und jetzt bleibt das 28 stehen und hat einen leichten Positivwinkel, aber der sie jetzt gerade eben wieder neutralisiert hat. Das heißt, deswegen schießen auch die restlichen Leute nicht mehr vom 28. Und das 72 ist auf dem Vormarsch und jetzt in einer neutralen Position. Leichte Hügelvorteil. Minimal, aber einen leichten Hügelvorteil. So, wie sieht's aus? Geht diese Runde in den Chart. Jetzt kommt das Kapmarsch von Major Rommel und das 28 marschiert hinterher. So, wer macht jetzt den ersten Fehler? Wer macht die größeren Blobs? Ja, eine leichte Blobbildung hier beim 28 im hinteren Teil. Jetzt sehr, sehr weit aufgesplittet. Das wird natürlich schwierig, die Linie wieder auch richtig schnell hinzustellen und den Schusssalbe abzugeben. Und Major Rommel bleibt stehen und gibt die Schusssalbe ab oder lädt nach. Ich vermute mal, nee, er schießt. Ein paar müssen nachladen. Ja, das kann er mal zum Antäuschen benutzen. Er muss nicht unbedingt schießen. So, jetzt kommt die Salbe vom 28. Fahrkarte. Jetzt bleibt das 72 stehen und da kommt die Salbe. Vom 28 kommt jetzt auch die Salbe, aber keine nennenswerten Verluste auf beiden Seiten. Jetzt ein paar Hits. So, jetzt kommt das links auf Marsch hier vom 72. Versucht näher ranzukommen, um die nächste Salbe reinzudrücken.
Und Kinderjäger ist der Erste, der den Kill holt. Wilkes in Johnson. Und jetzt haut das 28 aber richtiges, schöne Salbe raus. Ja, die haben noch ein bisschen Zeit, bis das 70 Second dran ist. Das heißt, sie können noch ein paar Schüsse abgeben, wenn sie zum Nachladen kommen. Und ein Charge. Jetzt ist Charge. Schauen wir doch mal. 70 Second in Unterzahl. Definitiv. 11 gegen 17. Ja, da können das 28 jetzt gute Karten haben. Lässt sich aber auf der rechten Seite stark zurückdrängen. Blockbereitschaft muss da jetzt vorhanden sein und Teamarbeit. Die müssen da zurückarbeiten, sonst verlieren sie die rechte Flanke. Die haben sie verloren, fast, gegen einen. Der macht noch Arbeit, der macht noch Ärger. Aber der linke Flanke wird hier vom 28 geklärt. Da werden, tun noch Einzelne sich versuchen zu wehren, aber es reicht einfach nicht. Es reicht einfach nicht vom 70 Second dieser Runde. Ah, Destiny war der Letzte. Schön lange durchgehalten hier auf der rechten Flanke. Es hat aber nicht gereicht. Waren sie zu sehr im Unterzahl. Das 70 Second konnte diese Runde, musste diese Runde abgeben. An das 28, damit 2 zu 1. Ja, und wir sind jetzt natürlich wieder bei Andrews unterwegs, ganz klar. Nee, Major Rommel, Entschuldigung, mein Fehler. Mein Fehler? Natürlich sind wir jetzt wieder bei Major Rommel unterwegs. Vierte Runde, genau. Vierte Runde und wir wechseln ja jede Runde. Deswegen, wir haben angefangen bei 28 und jetzt sind wir natürlich, genau. Jetzt sind wir natürlich wieder diesen guten Herrn hier. So, da läuft die Mascherie hier. Da geht's in den Creek. 1 an Nahkampfleistung, aber es waren dann doch zu viele in der letzten Runde, die sie da besiegen müssen. So, positive Position hier, oder besser gesagt, erhöhte Position für das 28, natürlich können sie sich gut schießen. Das bedeutet natürlich, für das 70 Second wieder rankommen. Und das 28 hat jetzt einen Punkt geholt, das hat sie vielleicht, nimmt sie vielleicht Fahrt auf. Müssen sie aufpassen, dass sie das Ding jetzt nicht abgeben. Und da kommt der erste Schuss von Wilkes und nimmt Kinderjäger raus. Da den besten Schützen erwischt gerade. Gucken wir nochmal rein hier. Rommel 5-1, 5-2, Destiny 5-2, 5-2. Es sieht eigentlich jetzt ein bisschen ausgeglichen aus in dieser vierten Runde. Schauen wir doch mal, was jetzt passiert. So, leichter Positivwinkel. Nein, sich ausgerichtet vom. Nein, sie marschieren los. Nein, richten sich aus. Was denn nur? Sah also komisch aus. Das 28 richtet sich aus und lässt das 70 Second nicht zum zur Salve kommen, also zum Schießen. Macht er sehr gut Endwurst. Hat Taktik gelesen von Major Rommel. Aber Major Rommel macht es auf jeden Fall heute deutlich besser als im letzten Mal. Deutlich aggressivere Taktik als im letzten Match. Finde ich deutlich besser. Das ist genau der Spielstil vom 70 Second, weil da sehr, sehr aggressive Charaktere, also aggressive Spieler dabei sind und die schnell in den Nahkampf wollen. Die halten sich nicht lange auf mit Fernkampf. Aber natürlich müssen sie die Schüsse rauslocken vom 28, sonst tut's weh, wenn sie reinchargen, ist klar. Jetzt könnte man chargen, aber da ist er noch zu weit weg. Jetzt läuft er hinterher. Also von der Nahkampfleistung, denke ich, ist das 70 Second deutlich besser. In der letzten Runde waren es halt stark in der Unterzahl und deswegen konnten sie ihren Skill da nicht gut auslösen. Obwohl einige sehr, sehr lange durchgehalten haben. Ich betone mal Destiny, also der hat wirklich lange durchgehalten in der letzten Runde. Und da kommt die Salve. Kubo, Freaky und Falligaptor. Cesarzer, Link to Luke, Reiner. Schöne Salve hier. Nur ein Hit, ein Toter vom 20, fürs 28. Und jetzt geht's in Charge. Das heißt, die deutsche Mannüberzahl sollte jetzt hier beim 70 Second liegen. Rechte Flanke versucht zu pushen, linke Seite versucht zu überflügeln, versucht also so zu einzukesseln. Sieht sehr gut aus, sie dürfen jetzt nicht nur über den, sonst kommen sie durch die Lücken wieder durch. Oh, da waren ein paar Teamkills dabei vom 28, schade. Und jetzt splittet sich das Ganze in einer oben Melee auf und die Arbeit im Krüppchen wird gebildet, um die Gegner gut zu doppeln und auseinanderzunehmen. Ah, da war auch ein paar Teamkills beim 70 Second dabei. War passiert. Oh, gut, 3 gegen 5, 6. Da kämpfen hinten zwei noch ein Duell. Ja, jetzt kommt noch ein Zweiter zur Unterstützung. Sehr gut. Schöne Blockbereitschaft hier vom 70 Second zu sehen. Aber auch das 28 macht es ihn gar nicht gerade einfach. Oh, Teamkill von Phoenix. Da muss er aufpassen. Und noch ein Teamkill. Oh, was machen sie denn? Das darf nicht passieren. Oh, das kann das 28 sich noch für sich entscheiden. Was ist los beim 70 Second? Ist die Nervosität zu hoch? Sind sie zu angespannt? Sind sie zu unkonzentriert? Wer weiß es. Aber die zwei Mann können das noch schaffen. Wer ist denn noch am Leben? Wir gucken doch mal. Den wollte ich nicht haben. So, Velociraptor ist noch am Leben und Freaky. Ja, Freaky ist ein guter Nahkämpfer. Kenne ich persönlich aus dem ehemaligen zweiten Leibregiment. Also aus dem Zweiler, ja. Der kann das. Der kann das schaffen. Jawohl, da kommt der erste Kill. Und jetzt müssen sie zusammenfinden. Jetzt zusammenarbeiten kommt. Einer oben, einer unten. Schön doppeln. Blockbereitschaft. Und das könnt ihr noch holen. Das 28 macht es ihm wirklich nicht einfach in dieser Runde.
Diese vierte Runde will sie den Ausgleich holen. Und schöner Kill hier von Falleraptor. Und jetzt zu zweit. Einer oben, einer unten. Blockbereitschaft. Sensationelle Arbeit hier vom 72. Das 28 wehrt sich noch immer noch. Wer ist der Kamerad hier? Der ist ja Savage. Savage will nicht verlieren. Ah, hat mich ja. Falleraptor holt sich den Kill. Und damit geht das 72 3:1 in Führung. Weiterhin in Führung. Sagen wir mal so. So, Destiny. Schreibt, minus 1, genau, da ist der Balance nicht ordentlich. Da muss natürlich gebalanced werden vom 28, so sieht's aus. Und wir sind in der fünften Runde und natürlich wieder bei den lieben Truths dabei. Und hoffe natürlich, dass er diese Runde für sich entscheiden kann, dass es ein sehr spannendes Match bleibt. Aber das 72 hat gerade bewiesen, was es für einen guten Nahkampf gibt. Ne? Freaky, gute Nahkampfleistung, kann man nicht anders sagen. Mit Falleraptor zusammen, gute Teamarbeit. Aber auch Savage hat sich lange gewehrt. Hat aber am Ende nicht gereicht. Schade. So. Das 28 ist in Position. Kann schießen. Aber Gegner noch nicht richtig sichtbar. Gucken wir mal rein hier in den Kameraden. Ja, wird knapp. Wird knapp. So, jetzt ist ausgerichtet. Oh, da kommt die Salve. Schauen wir, ob es jetzt gibt. Oder sogar Verluste. Ein Verlust gibt es. Und Solarfish ist raus. Und Freaky auch. Ah, so gute Leistung letzten umgebracht. Und jetzt haben sie gefokust und er ist raus. Na gut, komm, kann man das so Fokus sagen aus dieser Distanz? Ich glaube ja nicht. Ah, da habe ich Pech gehabt. Genau die Salbe abgekriegt. So, dann habe ich ausgerichtet. Und dann kommt die nächste Salbe. Jetzt für 28 versucht seine Fernkampfstärke auszuspielen. Aber Rommel kann diesen ausweichen, versucht natürlich zu pendeln, um die Schüsse rauszulocken, um in den Charge zu kommen oder um ihre Salbe reinzudrücken, um den Gegner so schwere wie möglich Verluste beizubringen. Wir werden sehen, was jetzt noch hier passiert. In diesem Match, im Moment ist es noch eine enge Geschichte, 2 Punkte Vorsprung ist gar nichts. Im europäischen Infanterie-Cup, das weiß jeder. Die kann man schnell aufholen, ich sag bloß das letzte Match hier, das 56E gegen die dritte Armee Los Costanos. Da wurde ein 4-0 aufgeholt und ging dann sogar noch in Führung. Letztes Match in der zweiten Liga. War sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend. Und war eigentlich ein kurzes Match, ne? Ging nur 35 Minuten. Von daher, schauen wir doch mal, wie lange das Match hier heute geht. Und wenn es sieht sehr gut aus für das 72, hat 3-1. Und wir gucken nochmal in die Tabelle. 8-2, 6-2, 5-3 und 4-2. So lange passiert noch nichts. Savage mit 6-3. Lüxem mit 6-3. Und Roster mit 5-3. Moment, sehr, sehr ausgeglichen. Die ersten stehen oben. Gute Nahkampfleistung. Selbst der Major Rommel steht ganz oben mit dabei. So, jetzt wird das 28 natürlich verfolgt. Wollen sie stellen. Haben keinen Bock, um hinterher zu laufen, so wie es aussieht. Und jetzt bleibt das 28 stehen. Und? Nix und. Nichts passiert. Wir müssen weiter warten, bis es weitergeht, hier in den Charge geht oder eine effektive Salve von einer der beiden Teams kommt. Oder Regimentern, Entschuldigung. So, 28 wieder hinten dran. Versucht natürlich den positiven Winkel genauso wie das 72, aber es ist schwierig. Bei so sehr hohen, also guten Offizieren, die wissen, was sie tun. Da gibt es keine großartigen Fehler. Wenn es mal einen Fehler gibt, dann ist er unbeabsichtigt oder einfach mal die Konzentration kurz nachgelassen. Aber ansonsten machen sie eigentlich einen sehr, sehr guten Job. Zumindest in der ersten Liga sollte das so sein. So, dann wieder rechts auf Marsch. Kurzer Antauschmanöver und dann ein Kehrtmarsch. Leichte Plop-Bildung, müssen sie ja wenigstens aufpassen, sonst gibt es hohe Verluste in der Kurve. Einige Plops drin. So, jetzt bleibt das 72 stecken auf einer sehr, sehr nahen Distanz mit den 28. Und das 28 schießt ihre erste Salve auf diese kurzen Distanz. Aber das sieht gut aus für das 72. Mehr Kills für das 72 in dieser fünften Runde. So, wie sieht der Charge aus? In Mitte sehr, sehr ausgedünnt. Da gibt es gleich die ersten Backstabber vermutlich mal ganz stark. Ja, genau. Na, auch nicht aufgepasst da von den Kameraden. Das 28 holt Kills auf. 72 muss besser zusammenarbeiten jetzt wieder hier. Lass es nicht zu Kopf steigen, die ersten Punkte. Und jetzt wieder ausgeglichen. 5 gegen 5. Jetzt muss die Zusammenarbeit besser passen. Auf der rechten Flanke sucht sich jetzt Major Rommel die Muskete und versucht natürlich im Zentrum mit einzugreifen.
Links arbeitet zurück, rechts versucht zu pushen, versucht natürlich Einzelne raus zu fokussieren. Das machen sie sehr gut. Schön gekillt von Velociraptor, schön aufgepasst. Und Stevens raus. Noch nichts entschieden. Jetzt versuchen sie 3 auf 1. Es reicht nicht, da kommt er hinten rein und es ist ja oben Melee. Kein Graben mehr jetzt vorhanden. Jen Anderson holt Scrooge raus. Und Rommel ist auch raus. Velociraptor auch. Das dreht sich nochmal. Das ist eine volle Wende jetzt nochmal hier. Wen haben wir denn noch über hier? Kamerad Speedy, da kann was, das wissen wir. Und Destiny, Destiny und Speedy. Das könnte ein Dream Team werden hier. Oh, Destiny holt sich wieder ein, passt gut auf. Und und Speedy versucht den anderen abzulenken und hat ihn. Roster ist raus. Dann bleibt noch über. Valentin. Schöne Leistung von den beiden hier, Speedy und Destiny. Dream Team, gute Arbeit, gut runtergespielt noch. Mensch, steht es 4 zu 1 für das 72nd. Gucken wir nochmal die Sets. Velociraptor mit 10-3. Wahnsinn. Destiny mit 10-3. Rommel 8-3, 5-2 und 5-3. Auf der Seite Roster mit 10 zu 4. Nicht schlecht. 6-4 für Savage und Mixam mit 6-4, 5-4. Und dann tut sich das Ganze nochmal durchsetzen. Ja. Schlecht, ne? Kann man ja noch sagen. Rüber zum 72nd diese Runde. Die sind natürlich auf ihrer Lieblingseinheit jetzt. Die Blackwatch spielen sie hier. Da haben wir einzelne, ich denke mal, Elite-Einheiten sind dabei, die die anderen Uniformen haben. Oh, das war unbeabsichtigt falsch Einheit ausgewählt, aber eigentlich spielen sie sehr, sehr gerne die Blackwatch. Und da ist einer dabei, der einfach Uniformen hat. Ich gucke mir mal an, wer das ist. Nico Bolt. Keine Ahnung, ob der eine andere Uniform hat. Vielleicht ist das ein Elite-Kämpfer mit sehr guter Nahkampf-Erfahrung oder ein sehr, sehr unerfahren, das weiß man nicht so genau. Deswegen hat er eine andere Uniform an, dass man weiß, aha, der braucht vielleicht eher Hilfe oder den kann ich alleine kämpfen lassen, der weiß, was er kann. Das ist natürlich jetzt eine Spekulationsfrage. Spekulatius? Was? Nee. Spekulation. So, erste Salve hier vom 28. Auf diese Distanz wird es schwierig gegen 72nd da überhaupt. Ich habe nichts gesagt. Du Glätzchen ist raus. Du Glätzchen. Nee, du Glätzchen. Boah, was ist denn los? Du Glätzchen. Stevens war der Schütze. Schade. Oh, 72nd nimmt jetzt die Stände als Deckung. Das ist natürlich ein gutes Recht. Die Stände sind jetzt nicht das Beste. Und Glätzchen schreibt, ich hasse mein Leben. Musst du nicht. Kann passieren. Ich werde auch oft rausgefokust im Lime Battle. Das ist nun mal so. So, da kommt die Salbe von 28. Die nächste Salbe, da war bloß ein Hit dabei. So. Er nimmt natürlich weiterhin die Steine. Jetzt wird es natürlich interessant. Wer kann sich für sich die Steine besser ausnutzen? 28 ist ein neuer am Ausrichten. Nachgeladen haben sie. Und Major Rommel versucht zu pendeln. Kinderjäger raus. Und auch Nico Bolt ist raus. Nico Bolt ist auch raus. Und damit haben sie ihren Elite- oder Rekruten verloren. Jetzt müssen sie natürlich in Unterzahl kämpfen. 19 gegen 15. Uiuiui, da haben sie schon 4-mal in Unterzahl. Das kann sich mit einer Salbe ändern, aber die Salbe des Gegners kann verheerend sein. Oh, wieder Verfolgungsjagd hier vom 72nd. Das 28 versucht natürlich Salben zu drücken, weil sie wissen, dass sie im Schießen vielleicht etwas besser sind als das 72nd. Und können natürlich im Nahkampf dann weniger, haben dann weniger Probleme. So, jetzt müssen sie nachladen. Teilweise kommen sie zum Nachladen. Das 72nd jetzt versucht, den Positivwinkel zu erreichen, versucht eine Positivposition zu haben, um den Gegner eine schöne Salbe zu drücken. Er kommt jetzt sehr, sehr nah ran. Ich vermute mal, das wird ein schneller. Ne, er gibt jetzt. Jetzt eine Plop-Bildung. Sehr schön von Cooper. Schöner Schuss. Au. Zero Knight und Friggy ziehen hinterher. Zillowfish und Destiny. Friggy leider raus. Phoenix leider raus. Und jetzt geht's in den Nahkampf. Wer ist jetzt besser unterwegs? Ja, Zentrum beim 72nd sehr, sehr stark ausgedünnt. Aber es pressen sie den Gegner trotzdem zusammen, obwohl er in der Überzahl ist. 12 gegen 11. Oh, schön. Auf der linken Flanke sind sie jetzt in Unterzahl. Das sind 4 gegen 3. Mittlerweile in oben Melee. Rechte Flanke wurde geklärt vom 72nd. Jetzt auf der linken Flanke noch 2-mal über. Und damit steht es. Ich glaube. 5 zu 2. 5 zu 1? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir sind jetzt auf jeden Fall in Runde 7. Ich bin mal ganz frech und schreibe mal. Ich
schon wieder der Referee ist mir nicht böse. 5:1. Ja, okay. Entschuldigung, mein Fehler. 5:1 für das 72nd. Und das heißt für sie natürlich, dass unentschieden ist schon mal fix. Jetzt müssen sie bloß noch einen Sieg sich holen und damit können sie das Ding ganz entspannt nach Hause fahren. Eine Runde müssen sie holen, um die ersten, nächsten 3 Punkte für ihre Tabelle zu holen. Ich denke mal, das 72nd wird es ihnen sehr, sehr schwer machen. Das 28 wird ihnen sehr, sehr schwer machen. So rum. Oh, wenn das hier eine übelste Blockbildung, da muss man aufpassen, dass es keine Teamkills gibt. Alles auf Hackgarten hier vom 28, keine Treffer. Und das 72nd kommt näher, es wird immer enger. Und es wird ausgerückt. Schöner Schuss von Link to Luke. Link Luke hat sich gerade hinten angeschlossen, so wie ich das gesehen habe. Oh, das war ein Kehrtmarsch. Und was war das? Ein Rechtsaufmarsch mit einer verbundenen Staffelung. Sehr gute Arbeit hier vom 72nd. Konnten sie gut ein paar Salben ausweichen. Jetzt bleiben sie stehen und. Killer Jäger Freaky und Raimon, Alex, Phoenix und Speedy. Anyway, Worcester und Edison. Und jetzt geht's in den Nahkampf. Dreckig hier. So. Wie sieht's aus? Nahkampfleistung, rechte Flanke. Linke Seite ist unter Zahl beim 72nd. Wird da gedoppelt und gedreifacht und gevierfacht. Auf der rechten Seite sieht es genau andersrum aus. Und gleich sind wir im Open Melee, wenn das so weitergeht. Oh, Baxter aber nicht angesagt. Und da kommt er von hinten und holt sich ihn. Destiny sehr schön aufgepasst und konnte sich ein, zwei holen. Aus dem Hinterhalt. Auf der rechten Flanke versucht ein oder zwei zu beschäftigen. Es geht nicht anders. Und auf der linken Flanke müssen sie sich zurückziehen und finden jetzt wieder zusammen. Sehr gut. Ah, nicht aufgepasst da von Destiny. Da hätte er blocken können. Das hätte er wegstecken können, das Ding. Schade. Jetzt rechte Flanke. Unterzahl. Linke Flanke, Unterzahl. Bisher muss jetzt irgendwas tun, um das noch zu holen. Aber es sind wieder zwei unterwegs. Wer ist das? Ich sehe sie nicht. Ah, jetzt haben sie. Das war Speedy. Schlangewert. So, Folgeraptor. Folgeraptor. Letzter Mann hier beim 72nd. Holen sie sich den Sieg. Holen sie sich die 3 Punkte. Er muss aufpassen. 4 gegen 1. Das ist möglich. Aber auch fast. Ach, schade. Es ist möglich. Savage war der wieder der Killer. Sehr, sehr schön hier. Schauen wir nochmal hier rein. 4-1 für Destiny, 4-2 für Caesar, Speedy 3-1, Lawrence mit 3-1, Link to Luke mit 3-1, auf der anderen Seite Ackermann mit 5-1, 4-1 für Haywood und Savage mit 3-1, Edison mit 2-1. So sieht es im Moment aus. Rüber zum 72nd. Und damit steht es 5:2 und das 72nd muss nochmal arbeiten. Es muss sich einen Kill holen. Die Kills holen. Ja, das muss es sich auf jeden Fall. Und muss die nächste Runde gewinnen, sonst wird es schwierig. Aber ich habe ja gesagt, das 20E wird es dem 72nd nicht einfach machen. Wir sind in Runde 8 und wir schauen, was passiert. Das 28 schießt ihre Salben, aber es sind fast keine großartigen Hits oder Tode zu beklagen beim 72nd. Das heißt, sie können mit voller Mannzahl in nähere Positionen rücken und kann jetzt dem Gegner ordentlich Druck machen. Ich hoffe mal, dass diese Runde jetzt spannend wird. Ich hoffe mal, dass das 28, also natürlich wünsche ich natürlich beiden Regimentern einen Sieg. Im Moment eine gute Leistung vom 72nd. Aber um das Spiel natürlich noch spannend zu halten, wünsche ich mir natürlich, dass das 28 jetzt diese Runde gewinnt, um noch ein bisschen Spannung reinzubringen. Aber man kann nicht alles wollen. Auf jeden Fall ist das 28 auf dem Rückzug und das 72nd nimmt die Verfolgung auf. Ich habe noch heute haben wir noch keinen großen Charge gesehen, also mit voller Mannzahl reinzugehen. 19 gegen 18. Aber es sieht stark danach aus, es wird Major Rommel diesen Nahkampf-Charge haben wollen. Sie wollen in den großen Charge. Sie ziehen stark danach aus. Aber die laufen ihn einfach weg. So eine leichte Ringerei. Versucht er jetzt abzuschneiden. Das ist natürlich eine Gefahr. Wenn er abschneidet, ist das Problem, dass er plötzlich 3 Mann auf der Flanke hat. Und die können ihn sofort backstabben.
Oh, Johnson ist Johnson holt sich Falliraptor. Der beste Nahkampf von der letzten Runde hier. Oh shit. Oh shit. Offizier. Offi-Aim. Offi-Aim, das gibt ein Reset. Definitiv. Das muss ein Reset geben. Feuer im Charge und Offi-Aim. Haben die den Offi-Aim nie gesehen? OA, das gibt ein Reset. Das müsste Reset sein. Also ich brauche eigentlich gar nichts zu kommentieren. Rein theoretisch. Jetzt fällt natürlich das Gespamme los. Im Moment sieht es aus, als würde das 28 unter das Ding hier verlieren. Rechte Flanke sieht sehr gut aus. Zentrum schon längs gebrochen hier beim 28. Aber das 76 bildet diese Krypschen und nimmt die einzeln auseinander. Linke Flanke verfolgt es immer noch ein. Ich denke, das ist das 6:2 hier für das 76. Einer noch über. Der haut sich da noch mit jemandem. Das war Wilksen. Und Phoenix holt sich den nächsten Kill. Und damit steht es 6:2. Für das 76. Und damit sind ja 3 Punkte eingefahren. Sehr gut. Gucken wir uns nochmal die Stats an hier. 5-2 auf Seiten des 28. 4-2-3, 4-3-2, 3-2-3-3. 6-1 für Destiny. 5-1 für Link to Luke. Und Speedy mit 4-1. Und Lawrence mit 4-1. Und Alex. So. Haben wir die auch nochmal gesehen, die ganze Statistik? Also, wir sehen Destiny sehr, sehr OP unterwegs heute. Genauso wie Speedy. Und auf der anderen Seite Heywood und Ackermann, die machen einen sehr guten Job heute. So muss es sein. Dürfen natürlich die Offizier nicht vergessen, die das Ganze hier durchweg führen. Da muss die Konzentration optimupti sein. So. Lücke im Zentrum des 28 und sie schießen trotzdem. Ei, 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 ei. Jetzt wird sich, glaube ich, noch gestritten, warum es keinen Restart gibt oder sowas. Müsste, muss es nicht. Das 72nd hat gewonnen. Der Offizier ist zwar gefallen, aber. Wenn das 72nd keine Reset verlangt, muss es nicht. Und wenn sie gewonnen haben, sowieso nicht. Dann haben sie die Runde fix für sich. So. Ich denke mal, das 72nd will natürlich die Runden noch alle mitnehmen. Aus dem ganz einfachen Grund. Weil es für die Tabelle wichtig ist. Am Ende. Wer auf Platz 1 und auf 2 liegt. So, schöner Schuss hier von Betz. Holt Lauren raus. Man kann in dieser Runde seine Stats nicht verbessern. Das tut mir natürlich leid. Immer noch 16 gegen 18. Jetzt kommt die Salve vom 72nd. Schönes Kreuz geschossen hier in 28. Hey, wird es raus. Schöner Schuss von Savage. Holt sich du Glätzchen. Glätzchen. Ja, der kotzt den schon wieder richtig an, hat er schon geschrieben. Das nervt ihn. Oh, schöne, tödliche Salbe hier vom 72nd. Da hat das 28 richtig auf den Pinsel bekommen, würde ich mal sagen. So, ab in den Charge. Zentrum wird gehalten beim 72nd. Werden jetzt kesseln ins 28 langsam ein. Jetzt haben sie einen leichten Backstabber drinnen, der versucht durchs Zentrum. Oben Mili. Oben Mili. Rechte Flanke gibt es ein Duell. Mit der Faust. Sah gerade so aus. So, wie sieht's denn aus? 3 gegen 7. Das 72nd in Überzahl. Und da läuft wieder einer weg. 3 gegen 1. Das war eine schnelle Aktion hier von. Wer war denn das? Alex war das. Falliraptor holt sich den letzten Kill. Sieht schlecht, Herr Specht. Und damit stehen wir 7:2. Letzte Runde hier. Letzte Runde sind wir unterwegs und 7:2, 3 Punkte fürs 12 sicher, aber machen sie noch ein 8:2 draus? Das wäre interessant zu wissen. Gucken wir nochmal in die Sets rein. Destiny, überragend jetzt in den letzten Runden, genauso wie Alex und Link to Luke. Roster mit 7:4, Ackermann 5:3, hat sich also nicht verändert, bis auf Roster mit 7:4. Ja, Andrews hat dieses Match leider abgegeben. Leider. War gut. Der 72nd ist auch stark. Schöne Salben.
haben sie, also tödliche Salben, sagen wir mal so, tödliche Salben haben sie auf jeden Fall abgefeuert, die den Gegner wirklich stark dezimiert hat. Und dann hatte das 28 da fast keine Chance mehr im Nahkampf zu gewinnen. Und ich denke, dass 72 ist in ihre alte Form zurückgelangt, so wie es sein sollte. Aggressiver Push nach vorne, eine Salbe und ab in den Charge, so muss es sein. Ja, der Major Rommel pendelt das Schöne hier aus. Ja, was soll man zu Endos sagen? Eigentlich Endos versucht natürlich immer so viel wie möglich zu schießen, um den Gegner zu dezimieren. Aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. 72 ist ein Ticken stärker im Nahkampf. Jetzt geht's in den großen Charge, sehr schön. Und er spammt sich einer durch die Mitte. Leider hat Destiny nur einen mitnehmen können. Heywood, leider bloß. Und damit kann er noch ein 10 zu 2 draus machen. Aber jetzt ist das 28. Wischt jetzt nochmal die Linie auf. Rechte Flanke arbeitet hier zurück. Beim 28, das 72 versucht stark durchs Zentrum auf der linken Flanke durchzubrechen. Das macht es sehr gut. Sehr schöne Nahkampfleistung da auf der linken Flanke. Rechte Flanke ist schon längst gebrochen. Ja, Nahkampfstärke kann man ja noch sagen. Beim 72 sehr, sehr OP heute wieder unterwegs. Im Gegensatz zum letzten Match, da war es etwas ausgeglichen. Da waren sie nicht so richtig dabei. Nicht so richtig bei der Sache, würde ich mal sagen. Aber heute sind sie voll dabei. Da geht's richtig ab. Schöner Hit noch. Und damit ist Nevsky ja. City raus. New City, Entschuldigung. Und da haben wir die Sets 10-2 und es ist ein 8-2 für das 72, das heißt sichere 3 Punkte für sie. Und da sehen wir nochmal die Sets von Destiny, Phoenix, Link to Luke und Speedy und Anderson mit 4-4. Die anderen leider schon gegangen, das ist natürlich schade. Ja, was soll ich noch zu dem Match sagen? Sehr, sehr anfangs spannende Runden. Hat sich aber leicht rauskristalliert, dass das 72 deutlich stärker ist. Tödliche Salben kamen auf jeden Fall vom 72, aber auch das 828 war nicht zu verachten. Hatte dann mehr Pech im Nahkampf. Weniger, da war die Zusammenarbeit nicht ganz so gut wie beim 72 und deswegen haben sie die Runden abgegeben. Deswegen 8-2. Gute Leistung von beiden Teams. Ich kann nur sagen, macht weiter so. Herzlichen Glückwunsch, liebe 72. Ich hoffe, ihr schafft den ersten Platz in der ersten Liga und 28 einmal den Kopf in den Sand stecken und weitermachen und das nächste Mal klappt das schon. Das war's von mir. Ich bin Mike der Vierte. Bis zum nächsten europäischen Infanterie Cup Match. Haut rein. Ciao, ciao.